Hallöchen! Wir sind immer noch in Köln und stehen hier vor dem sogenannten Zwischenwerk 9b. Eingang habt ihr da gerade gesehen, Loch in der Wand. Wir sind hier auf der Rückseite des Gebäudes und krabbeln da gleich mal rein und gucken uns das von innen bzw. auch von der anderen Seite an. Im Inneren des Gebäudes, ähnlich aufgebaut wie das Fort 9. Wir schauen mal, wo es uns hier hinführt. Dunkle Gänge. Hier drin ist absolute Finsternis, überall tropft es rein. Und irgendjemand scheint hier drin ganz schön heftige Partys zu feiern. Also wenn man hier das Leergut rausholt, Donnerwetter, das gibt Geld. Auch hier die hohen Decken. Und Verzeihung, wenn ich das mal so äußere, aber hier drin stinkt's. So, Rückseite von dem ganzen Ding, auch nichts Besonderes, weitestgehend verfüllt, wie man sieht. Eigentlich schade, ich hatte gedacht, wir haben hier noch so einen schönen, großen, pompösen Eingang, aber haben wir nicht. Wie man sieht, alles zu, dicht und verfüllt. Randinfos zu dem Ding mache ich euch als Voice-Over rein, wie gesagt, ähnlich wie beim Fort 9. Das kann ich mir nicht alles merken. Wir sind weiterhin in Köln auf dem Festungsring. Das hier ist das Fort 11, da kommen wir leider nicht näher dran, weil hier ist ein Tor. Ich filme hier gerade durch das Tor durch, aber da sieht man auf jeden Fall nochmal, wie diese Anlagen im Großen und Ganzen gebaut wurden. Weiter auf dem Festungsring sind wir angekommen beim Fort 7. Hier gibt es auch noch ein Zwischenwerk, von dem ich allerdings nicht weiß, ob man es sieht. Eigentlich sollte Fort 7 nämlich offen sein, aber ich sehe eine Wand. Mal wieder ein kleines Detail da oben. Ich finde, sowas sieht immer sehr schön aus, wenn die alten Bauten mit der Natur verwachsen.
haben einen Durchbruch gefunden. Sind uns gerade noch ein bisschen unschlüssig, ob wir da reingehen sollen. Wir haben nämlich die große Lampe dankenswerterweise im Auto gelassen. Ja, auch hier überall diese einzelnen Räume mit den hohen bogenartigen Decken. Hier drin ist irgendwie eine komische Stimmung. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir hier reinkommen, deswegen habe ich ein paar der Ausrüstungsgegenstände stumpf im Auto gelassen. Doof, aber ich mag jetzt nicht zurückrennen. Ja, der Gang ist da hinten gleich zu Ende. Gehen jetzt noch an der Tür vorbei. Wir haben eine Treppe entdeckt nach unten. Die nehmen wir noch mit und dann fahren wir weiter. Ja, Freunde, es geht nach unten. Ich habe zu wenig Licht. Ich will das nicht, aber der Graue neben mir will es. Dann gehen wir nach unten. Ja, da hinten, ihr seht's, ist irgendwas aufgeschüttet, zugeschüttet. Hier unten stinkt's. Mal wieder. Und zwar nach Bier. Warum auch immer. Das ist ein Lüftungsschacht. Geht ewig weit nach oben. Linksseitig Port 7. Also ich fand es ja eben da unten schon arg gruselig. Ein Stückchen weiter, Fort 6, auch genannt Fort Deckstein. Nicht zugänglich. Hier sind, wie ihr seht, es ist sehr gepflegt hier außenrum. Hier sind Firmen ansässig, hier sind Hallen vermietet. So sehen die Anlagen aus, wenn sie gepflegt werden. Auch hier sehr schön der Torbogen, den Wappen an der Seite. Ein paar Meter weiter, ein ähnliches Bild, Fort 4, auch hier kein Zugang. Dieses Fort wird auch genannt Fort Paul. Auch hier sind einige Vereine ansässig, die die Räumlichkeiten gemietet haben. Eine Jugendwerkstatt ist hier auch irgendwo drin. Das sind übrigens Fundstücke, die man hier so während der Aufräum- und Restaurierungsarbeiten gefunden hat, diese Gesichter. Ganz witzig, ne?
Tja, und das Schönste zum Schluss, auch mit wenig Licht, aber trotzdem, das ist das älteste der ganzen Fortanlagen hier in der Stadt. Das ist Fort 1. Oben mit dem Adler drauf. Wir gehen da gleich noch mal ein bisschen drumherum. Ja, in Fort 1 ist auch ein Jugendwerkhof untergebracht, was ich hier besonders nett finde. Ja, finde ich eine gute Idee, gerade für Stadtkinder. Tja, soweit unser Rundgang durch den Kölner Festungsring. Wir hoffen, der kleine Ausflug hat euch gefallen. Bis es dann die nächste Woche mit einem neuen Video weitergeht. Bleibt uns gewogen. Lauft nicht so viel im Regen rum, so wie wir. Tschüss, sagen die Zeitzeugen.